Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4. Wir sind hier in der zweiten Mission und wir schauen mal, wie das Ganze hier weitergeht. Ich würde hier ganz gerne unseren König Wilhelm erstmal auf die Taste 1 packen und hier die restlichen Truppen, die würde ich mal komplett unter 2 packen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Die Schlacht von Hastings haben wir in der ersten Mission jetzt bereits geschafft. Und da ist schon ein Speer. Wir versuchen mal, den einzuholen. Hier haben wir schon die ersten feindlichen Soldaten. Wir haben schon direkt den Buff ausgelöst für die Angriffsgeschwindigkeit. Und die hatten uns jetzt nicht sonderlich viel entgegenzusetzen. Ihr schnappt euch noch die restlichen hier. Die Normannen eroberten die Stadt Middleford und fassten so im Norden Fuß. Da die Verstärkung für seine Armee bald eintreffen sollte, brauchte Wilhelm weitere Rohstoffe, um sie zu versorgen. Ja, wir holen uns jetzt noch die restlichen Dorfbewohner. Und da warten schon die Langbogenschützen auf uns. Das heißt, wir ziehen uns mal schnell zurück. Und wir sollen jetzt 4 zusätzliche Felder anlegen, 5 Dorfbewohner zum Holzhacken schicken und 2 zusätzliche Häuser errichten. Dorfbewohner können wir hier in dem Dorfzentrum anheuern und hier auf die Felder können wir Nahrung sammeln natürlich. Hier haben wir noch zusätzliche Felder. 4 Stück sollen wir noch anlegen, das machen wir mal direkt. Und vielleicht auch hier in der Mitte eine Mühle. So, da haben wir jetzt gleich schon so gut wie alle Felder erledigt. Hier noch ganz gerne eins hinpacken oder nee, hier direkt daneben. So, ein Dorfbewohner kostet 50 Nahrung. Die seht ihr hier unten. Unsere Rohstoffe. Und das wird das Einheitenlimit sein. Wir haben 43 Einheiten, 90 können wir beherbergen. So, wir können schon mal ein Haus bauen. Setzen wir vielleicht mal hier unten hin. So, der hier hat wohl nichts zu tun. Nicht genügend Rohstoffe, Holz brauchen wir. Gut, wo gehen wir dann am besten mal Holz sammeln? Hier unten scheint ein kleiner Wald zu sein. So, 2 Dorfbewohner brauchen wir noch, die Holz hacken gehen. Er hier kann auch noch Holz hacken. Beziehungsweise sie. So, und da kommt schon der nächste raus. Du kannst hier auch mal helfen. So, da haben wir schon das zweite Ziel erreicht. Ein Haus müssten wir noch errichten. Hier sehen wir auch nochmal die Eigenschaften von König Wilhelm. Speerkämpfer und Armbrustschützen, da ist er etwas anfälliger gegenüber. Er trägt eine schwere Rüstung, ist stark im Nahkampf
Und Einheiten in seiner Nähe verursachen Schaden und haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Das haben wir ja schon gesehen. So, bevor wir das Haus zu Ende bauen, bauen wir hier unten mal ein Holzfällerlager hin. Dann müssen unsere Dorfbewohner nicht ganz so weit laufen. So, wir können hier in der Mühle auch schon... Oh, wir werden angegriffen. Wir können in der Mühle auch schon Verbesserungen vornehmen. Die Schubkarre erhöht die Tragekapazität von Dorfbewohnern um 5 und ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 15%. Oder die Überlebenstechniken für die Jagd erhöht die Rüstung von Dorfbewohnern um 1, die Tragekapazität für Jagdfleisch um 20, die Jagdfleischsammelrate um 30% und Dorfbewohner fügen wilden Tieren 100% Schaden zu. Ich würde jetzt erstmal die Schubkarre hier erforschen. Und ja, bauen wir mal das Haus. Vielleicht hier hin. So, und hier haben wir auch noch weitere technologische Fortschritte. Dafür bräuchten wir allerdings hier Gold. Das haben wir noch nicht. Ich sehe auch hier in der näheren Umgebung jetzt kein Goldvorkommen. Müssen wir vielleicht gleich mal ein bisschen uns erweitern, speermäßig. Bauen Sie Ihre Wirtschaft auf. Die normannische Armee war nun durch eine Stadt gut versorgt. Doch es bedurfte anhaltender Bemühungen, damit die Armee bei vollen Kräften blieb. Verstärkungen sind eingetroffen. Und zwar hier unten. Die können wir mal direkt auf 3 legen. Fulford, eine weitere Rebellenstadt, widersetzte sich Wilhelms Herrschaft. Erobern Sie Fulford, ist unser neues Ziel. So, ich würde noch ganz gerne gucken, ob wir einen Palisadenwall können wir bauen, ein Palisadentor, einen Außenposten. Bietet eine erhöhte Sichtweite, kann mit Waffen und Befestigungen aufgewertet werden und greift an, wenn darin Einheiten quartiert sind. Das macht vielleicht hier oben so ein bisschen Sinn. Da können wir mal einen hinbauen. So, und Fulford scheint hier oben zu liegen. Hier ist Fulford. Und da werden wir uns gleich mal hin aufmachen. So, wir können hier vielleicht noch mal ein, zwei Felder zusätzlich anlegen. So, hier können wir auch die Speer ausbilden. Kann durch Waldtarnung sehen, hohe Bewegungsgeschwindigkeit, sehr schwach im Kampf. So, wir werden wohl angegriffen. Da sind sie schon. So, eine Kaserne macht natürlich auch noch Sinn. Würde ich ganz gerne hier hinstellen. Was ist hier los? Wird hier nicht mehr gebaut? Schicken wir da nochmal einen Dorfbewohner hin. Der wurde wahrscheinlich gerade getötet. Wir bilden nochmal zwei Speer aus, um hier die Umgebung mal ein bisschen zu erforschen. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Wir müssen ja nicht direkt hier nach Fulford rüberwandern. Das Spiel ein bisschen kennenlernen am Anfang. So, Gold wäre ganz nett. Aber ich sehe hier nirgendwo welches. Dann geht mal erstmal Holz hacken. So, wir haben eine Kaserne gebaut, hier können wir Speerkämpfer ausbilden. Dafür brauchen wir Nahrung und Holz. Können wir auf jeden Fall mal ein paar ausbilden. Ja, 10 Stück sollten erstmal reichen. Als zusätzliche Verteidigung vielleicht auch, wenn wir hier gleich das Dorf zurücklassen und uns Fulford widmen.
Ja, wenn wir in die Nähe von Schafen kommen, dann können wir die quasi steuern, dass sie zu unserem Dorfzentrum kommen. Die können dann geschlachtet werden für Nahrung. Und wenn der Gegner allerdings den nochmal begegnet, dann ja, kann der Gegner die uns auch weggreifen. So, Speer sind immer ganz gut, um die Umgebung zu erkunden natürlich. Zurück. Da können wir auch nochmal einen Außenposten hinstellen. So, wir sind ganz gut durch den Wald geschützt hier im Westen. Kommt man hier rüber? Nee. Da ist ein reißender Fluss, da kann man nicht so einfach rüber. Das heißt, auch dort sind wir geschützt. Einziger Übergang scheint hier diese Engpassstelle zu sein. So, weitere Schafe für uns. Die schicken wir auch mal zum Dorfzentrum. Wobei wir natürlich auch Nahrung durch die Felder bekommen. Deswegen sind die Schafe jetzt erstmal nicht so wichtig für uns. So, die Speere sind alle ausgebildet. Die würde ich dann ganz gerne hier lassen. Und hier der Dorfbewohner. Ah, der kann hier auch erstmal Holz hacken. Gut, Leute, dann greifen wir mal an. Ja, ihr solltet ruhig auch mitkommen. Das kann nicht schaden. Und König Wilhelm bufft hier natürlich die ganzen Truppen mal. Und da ziehen sie sich auch schon zurück. So, wir haben auch schon Palisaden hier stehen. So, wir zwingen sie, die Rebellen. Das machen wir natürlich. Und die Reiter schicken wir hier zu den Bogenschützen. Sie sind anfällig für schnelle Kavallerie. Aber das läuft nicht ganz so gut hier. So, Fulford wird erobert. Durch unseren König Wilhelm. Nachdem er die Rebellen von Fulford bezwungen hatte, war Wilhelm York einen Schritt näher. Da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. So, wir bauen hier mal ein Bergarbeiterlager hin. Da können wir nämlich Stein abbauen. Wir bilden hier nochmal 5 Dorfbewohner aus.
Und vielleicht können wir hier nochmal eine Palisade bauen. Was haben wir denn hier noch? Ein Palisadentor vielleicht erstmal. Achso, man kann die Palisade bauen und dann das Tor setzen. Das ist auf jeden Fall auch ganz praktisch. Dann machen wir hier nochmal zu. Palisadentor setzen wir dann natürlich hier, wo der Weg lang geht, damit es auch dementsprechend gut aussieht. So, Palisadenwall einmal auch hier zu machen. Und was auch nicht schaden kann, ist natürlich hier noch einen Außenposten hinzustellen. Für eventuelle Angreifer. So, hier steht schon ein Bergwerk. Da können wir dann das Gold abbauen. Das sollen wir auch machen. Nahrung und Gold sammeln, um ein Wahrzeichen zu errichten. Wir können auch unsere Zivilisation jetzt in ein nächstes Zeitalter voranschreiten lassen. Und zwar hier die Feudalzeit. Wir befinden uns aktuell in der dunklen Zeit. Und dafür brauchen wir 400 Nahrung und 200 Gold. Ja, 200 Gold fehlt uns noch. Nahrung haben wir auf jeden Fall schon durch unsere erste Stadt genügend. Und dann schicken wir mal hier die ganzen Leute ein bisschen Gold hacken. So, was ist hier? Warum ist die Palisade noch nicht fertig? Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, den Dan. Mal da unsere Dorfbewohnerin zurück. So, die Dänen haben wir abgewehrt. Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Töten jetzt noch hier die restlichen. Die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlt. Halten Sie die dänischen Überfälle auf. Das ist unsere optionale Quest jetzt. Ja. So, wir können zur Feudalzeit voranschreiten. Errichten Sie ein Wahrzeichen, um zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten. Entweder die Ratshalle oder die Abtei der Könige. Die Abtei der Könige heilt alle Einheiten in der Nähe, alle 1,5 Sekunden um 2, wenn sie nicht kämpfen. Und das Wahrzeichen, im Wahrzeichen werden, also die Ratshalle, am Wahrzeichen werden Bogenschützen 100% schneller produziert. Ich glaube, die Heilung ist ganz cool. Wenn wir dann hier unsere Truppen in die Nähe von dem Wahrzeichen stellen, werden die wieder hochgeheilt. Verwenden Sie das Tributfenster, um Geld an die Dänen zu schicken. Jetzt könnten wir denen hier ein bisschen Gold schicken, um die Überfälle aufhören zu lassen, oder wir zerstören einfach das dänische Lager. Also Tribut zahlen wir denen definitiv nicht. Ich würde sagen, wir wandern da gleich mal rüber und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ich würde ganz gerne noch eine Kaserne errichten. Und danach die Stelle, wenn wir in der zweiten Zeitalter-Epoche angekommen sind. Schwere Nahkampfinfanterie, Vorhut, Waffenknecht können wir jetzt auch ausbilden, weil wir das Gold ja mittlerweile haben. So, wir haben auch noch ein paar Schwerkämpfer zurückgelassen. Und da kommen die Dänen schon wieder.
Vielleicht sollten wir nicht allzu lange warten mit dem Angriff. Ja. Kennt man nicht so in den Todbogenschützen. Ich würde auch hier ganz gerne dann noch einen Außenposten hinstellen. So, hier müssen wir die Palisaden mal reparieren. Und das scheint so, als wenn wir jetzt momentan nur von denen angegriffen werden. Dann versuchen wir mal darüber zu gehen. Die können ja nicht weit sein, wenn sie immer so schnell bei uns sind. Und dadurch, dass sie jetzt gerade erst angegriffen haben, gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr so viele Truppen haben. So, die haben auch Palisaden. Die Quelle der dänischen Bedrohung ausgemacht, einen Außenposten auf dem Wasser. Wilhelm stand vor einer Entscheidung. Er konnte das Lager umgehen, es zerstören oder den Dänen das geforderte Gold auszahlen. Greift an für König Wilhelm, Leute. Ziemlich harter Kampf hier. Aber das schaffen wir. So, wir reißen die Palisaden ein und bilden hier schon mal ein paar Speerkämpfer aus. Und ein paar Vorhut-Waffenknechte. So, das Tor ist gefallen und es kommen weitere Truppen hier. Ein bisschen darauf achten, dass wir hier unsere Flanke decken, dass unsere Bogenschützen nicht in Mitleidenschaft geraten. So, hier befinden sich die restlichen Truppen. Ich glaube, dann haben wir es gleich geschafft. Ja, unsere ganzen Nahkämpfer sind natürlich gefallen jetzt. So, mal erstmal hier die Truppen zerstören. Hier aus, da können wir vielleicht noch mal zwei auf die Felder schicken. So, hier können wir einen Sammelpunkt setzen mit Rechtsklick. Wenn wir auf das Gebäude klicken, dann laufen die Truppen automatisch hierhin, die ausgebildet werden. Ich denke, das kennen die alle schon, aber ich erwähne es trotzdem mal für die, die jetzt nicht so in Echtzeitstrategie spielen, zu Hause sind. So, hier stehen auch noch zwei. Wir haben gerade nichts zu tun. Wir können vielleicht noch ein Haus mal dazu bauen. So, hier haben wir das Wahrzeichen. Das ist bereits fertig gebaut. Jetzt haben wir hier einen Marktplatz. So, wir können hier noch die schweren Hammereimer erforschen und spezialisierte Spitzhacke. Erhöht die Goldsammelrate von Dorfbewohnern um 15% und die Steinsammelrate von Dorfbewohnern um 15%. So, Leute, macht nichts, wenn ihr hilft. Lass mal hier die Gebäude ein bisschen einreißen. So, und ich würde sagen, hier unten erforschen wir einfach mal.
die Aufwertung zur erprobten Einheit. Speerkämpfer zu erprobten Speerkämpfern aufwerten. Danach machen wir das hier auch noch mit den Waffenknechten. Sie bekommen dann unsere Truppen quasi den Aufstieg in die nächste Klasse und werden dadurch natürlich entsprechend stärker. Indem Wilhelm den dänischen Außenposten zerstörte, nahm er den Rebellen einen wichtigen Verbündeten. Wir bauen hier draußen mal eine Schmiede hin. Wir haben nämlich hier drin keinen Platz mehr. Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Liegen noch Schatztruhen mit insgesamt 600 Gold. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal als erster Teil dieser Mission. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis dahin.